Guten Tag, liebe Zuschauer, guten Tag, liebe Zuschauerinnen und herzlich willkommen auf dem Kanal Glücklich mit Familie. Annette Kiefer von dem Scammer Hunter International und ich, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema: Wie sieht das Profil auf Facebook von einem Betrüger aus? Annette, gibst du erstmal eine ganz kurze Übersicht, worauf ich achten soll, wenn ich eine Freundschaftsanfrage erhalte? Sehr gern. Scammer laden sich, wie wir ja schon wissen, Fotos runter von anderen Personen und geben vor, dass sie diese Person sind. Bevor ich euch erkläre, woran man ein Profil erkennt, möchte ich noch einmal ganz kurz ein bisschen Eigenreklame machen und auf meine Fake-Profil-Gruppe hinweisen, wo tausende von Personen, unschuldiger Personen von mir gepostet sind, deren Fotos im Netz missbraucht werden, um eben sogenannte Fake-Profile, gefälschte Profile zu erstellen. Ute wird euch den Link der Gruppe später irgendwann präsentieren, sodass ihr, die Gruppe ist offen, dass ihr ganz gefahrlos rauf und runter scrollen könnt und euch mal mit der Materie vertraut machen könnt. So, wir kommen jetzt zu dem Fake-Profil. Scammer benutzen, wie gesagt, unschuldige Personen, meistens gut aussehende junge Frauen oder gut aussehende, distinguierte, seriös wirkende Männer mit tollen Berufen. General in der US Army oder Mitarbeiter auf einem Oil Rig, auf einer Ölplattform oder Chirurg. Oder Geschäftsmann mit eigener Firma. 99% der Scammer benutzen als Fake-Wohnsitz die USA oder England. Geben dann an, Geburtsort Italien, wohne in den USA. Oder Geburtsort London, wohne in Italien oder Spanien. Ja? Also diese Fake-Profile sehen immer sehr interessant aus. Eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein. Und das trifft auch zu, denn das sind sie ja nicht. Sie sind ja nicht wahr. Eine ganz wichtige Sache, worauf man achten sollte, bevor man eine Freundschaftsanfrage einer dieser Personen annimmt, ist, die Freundeslisten anzugucken. Wenn auf dieser Freundesliste ganz, ganz viele Afrikaner oder Araber zu sehen sind, sollte man die Finger davon lassen. Denn meistens benutzen die Scammer ihre echten Freunde, natürlich auch auf dem Profil. Dazu kommt noch, dass ganz, ganz viele ihre Freundeslisten auch geschlossen haben. Und ein wichtiger Teil ist, man muss das Profil rauf und runter scrollen, weil die Scammer posten manchmal nur ein oder zwei Bilder. Das ist immer ein Zeichen, dass es ein falsches Profil ist, denn eine echte Person hat Mitteilungsbedürfnis, weil sonst würde sie kein Profil auf Facebook oder Instagram haben und postet, was der Person in den Sinn kommt. Scammer posten meistens einen Blumenstrauß oder ein Herzchen, I love you, ich liebe dich, und das war's dann auch schon. Auf solche Sachen muss man unbedingt achten, denn das sind ganz wichtige Hinweise darauf, dass es ein Fake-Profil ist. Ja, da fällt mir ein, also manchmal muss man auch sehr tief scrollen, je nachdem wie alt dieses Profil ist.
Und mir sind also schon mehrere aufgefallen, vor allen Dingen, wenn man ganz am Anfang ist, dass dieser Scammer selber liked oder selber einen Kommentar schreibt. Ey Bro oder so. Ne? Oder ey, hey Sister, you are nice. Und genau diese Sachen, diese am Anfang gemacht worden sind, die muss man sich ansehen. Wer hat da am Anfang geliked? Und da sind wir also wirklich nach ewigen Suchen, habe ich viele Leute nicht angenommen. Also im Endeffekt muss man jeden einzelnen Punkt durchgehen, den Facebook anbietet. Fotos, was haben sie noch? Bücher, die man liest. Upload zum Beispiel. Man kann bei einem Fake-Profil auch immer sehr gut auf die Fotos gehen. Da ist also unter den Freunden, da steht dann Freunde und darunter steht, ist ein Button Fotos. Wenn man da drauf klickt und dann tut sich ein Feld auf und dann steht Uploads. Wenn man da drauf klickt und da ist nur ein Foto oder zwei Fotos, eins mit Merkdin und eins mit dem gleichen Foto, was er als Profil nimmt, ist es ein Betrüger. Denn eine normale Person, wie ich schon sagte, postet Bild drauf los, mal das Mittagessen von gestern mit einem Foto oder wie der Mann gerade ins Auto einsteigt mit einem Bandscheibenvorfall oder irgendwelche anderen witzigen Sachen. Und das erscheint natürlich auf dem echten Profil. Und Scammer machen sich nicht die Mühe, irgendwelche Sachen zu posten, weil es für die nicht zu posten gibt. Die wollen auch nicht posten. Die wollen nur ganz, ganz schnell ganz, ganz viele Anfragen starten, um dann drauf loszusteppen. Das ist auch ein Punkt. Und genau wie du sagst, Ute, Scammer liken sich grundsätzlich selber, damit man sieht, da ist Bewegung auf dem. Ja, und eine Person, die irgendetwas auf Facebook postet, ich zum Beispiel, wenn ich mal irgendeine Sache auf Facebook poste, dann poste ich, aber dann like ich das nicht. Das ist auch ein wichtiger Hinweis. Genau, was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nur nicht, welche Sektion das ist. Ich glaube, da gibt es eine Sektion Hobbys und Bilder dazu. Da sagen die entweder, welche Bücher sie lesen oder welchem Verein sie angehören. Also meinetwegen Fußballverein, da habe ich meinetwegen Bayern München, Madrid, Real Madrid heißt es, glaube ich, dann noch, weiß nicht, ich kenne mich im Fußball nicht so aus, Chelsea irgendwas, Birmingham ist das, glaube ich, ne? Und dann haben die 3, 4 verschiedene große Fußballvereine zum Beispiel da und ein echter Fußballfan hat nicht 4 große ausländische Vereine da, 4 verschiedene. Das stimmt. Also ein wichtiger Bestandteil, wie ich ein Profil prüfe oder wie ich gucke, ob ein Profil echt ist oder nicht, wenn man auf die Informationen geht, die kann man direkt anklicken unter dem Profil. Unter dem Profilfoto, unter dem Namen findet man eine Rubrik Informationen. Da klickt man drauf und dann sieht man meistens schon, wie du richtig sagst, verschiedene Fußballvereine oder war gestern in London, ist aber in Amerika aufgewachsen. Er kann nicht in London gewesen sein, wir haben Covid-19 und es besteht Reiseverbot. Wohin auch immer. Das ist im Moment ein sehr wichtiger Punkt, auf den man achten sollte und wo man auch sehr gut sehen kann, dass es ein Fake ist. Genau. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang, aber ich meine, wir riechen die ja eigentlich schon. Ne? Man hat ja da dieses Gespür und man merkt ja schon bei der, wenn man den Namen nur liest, dann sagt man, okay, das ist einer, das könnte einer sein, das ist keiner. Das ist ja so ein Gefühl drin. Aber die haben ja auch so einen Teil, so Sachen, Seiten, die einem gefallen, gibt's da auch. Und da bin ich sehr oft drin und da sind ganz, 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 ganz oft, sag mal, alles Frauen, Männer hier aus Deutschland und auf einmal kommt ein Radiosender aus Ghana da rein. Dann frage ich mich, was sucht der Radiosender aus Ghana auf diesem Profil? Und oder Landkarten, alles passt und auf einmal ist
ein kleiner Punkt. Es gibt immer einen kleinen Punkt, ja, den man übersieht. Und dieser kleine Punkt sagt dann, das ist ein Betrügerprofil. Wir haben Stunden darüber gesessen, um alles zu erfahren, um dahinter zu kommen, wohin man schauen muss. Also man ganz, braucht ganz Stunden. Wichtig ist auch, jedes Profil hat ja einen eigenen Profil-Link, mit dem man ja auf Facebook zum Beispiel eingeloggt ist. Und der Betrüger nennt sich zum Beispiel Otto Schmidt. Ganz simpel, Otto Schmidt. Und dann kann man auf diesen Profil-Link gehen. Und da sieht man dann zum Beispiel entweder eine ganz lange Zahlenfolge, das ist eigentlich typisch dafür, dass es ein Fake-Profil ist, oder aber man liest Namen wie It's Gold Boy oder It's Blue Man oder sowas, dann weiß man, es ist ein Fake-Profil. Weil es ist Tatsache, dass 99% der Betrüger eben halt aus Afrika kommen. Also an dieser Stelle möchte ich auch mal ganz klar betonen, ich kenne Ute über 2 Jahre und ich kenne mich über 60 Jahre und ich weiß von uns beiden, dass wir keine Rassisten sind. Ja, wir haben weder was gegen farbige Menschen noch gegen arabische Menschen oder generell gegen Menschen anderer Hautfarbe oder anderer Kulturen. Das Einzige, wogegen wir was haben, sind gegen Betrüger. Und es ist Fakt, dass 99% der Betrüger aus afrikanischen Ländern kommen. Nigeria, Ghana, Elfenbeinküste. Wir haben Betrüger aufgedeckt, die aus Burkina Faso kamen. Wir haben, ich hatte einen Kenianer dabei. Und das bedeutet aber nicht, dass alle Afrikaner böse sind. Also das möchte ich jetzt ausdrücklich betonen. Es ist nur eben halt so, dass wir halt gegen gezielte Betrüger aus Afrika kämpfen. Dass sie nun alle aus Afrika kommen, dafür können wir nichts. Aber es ist nun mal eben halt Fakt. Und Afrikaner zum Beispiel nehmen immer gerne die Namensbetonung ITZ, ITZ in ihr Fake-Profil, in ihren Fake-Profil-Link auf. Oder bei Afrikanerinnen beobachte ich ganz oft, dass die MITZ haben. M-A-I-Z und dann einen Namen. Oder Queen, Englisch für Königin. Das ist ein eindeutiger Hinweis, dass es sich um ein Fake-Profil handelt. Und da kann ich nur jedem raten, wenn der Mann auf dem Foto noch so gut aussieht oder das Mädchen noch so hübsch ist, lasst einfach die Hände davon. Lasst die Finger davon, schützt euch und eure Familien und eure realen Freunde damit. Genau. Ich gucke mal gerade, was ich mir aufgeschrieben hatte, die Browser. Ja, was ganz Wichtiges. Ist der Name richtig geschrieben? Ist auch so eine Geschichte. Dachte, ich muss mal husten. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Oder ich kann keinen, also in der Regel gibt es keinen 60, 70-jährigen Mann, der Kevin heißt. Ich kann jetzt keinen Kevin Müller haben, weil in den 50er bis Mitte der 60er Jahre wird es kaum einen Elternteil gegeben haben, dass das Kind Kevin getauft hat. Also, ne, also nein, es gibt, also man. Sicher nicht. Ja, der Name Kevin kam ja erst durch den Film hier in Mode und wir sagen ja auch Kevin. Und deswegen soll man auch ein bisschen nachdenken, auch kombinieren, wenn man diese Profile sich ansieht. Und
jetzt, das gilt auch für die Jüngeren vor allen Dingen, in die Geschichte des eigenen Landes mal hineinschauen und gucken, ja, wie waren die Namen, wie lebten denn die Leute früher? Ich hatte eine Anfrage von einem, deswegen nenne ich auch gerade den Namen Kevin, der ist in der DDR geboren, 1961, hat aber komischerweise 1981 in San Francisco studiert. Das funktioniert nicht. Weil er nämlich also auch von seinem Lebenslauf direkt von Jena aus, Weimar Jena war das, direkt nach San Francisco gegangen ist. Das geht nicht. Also man muss auch gucken, funktioniert das überhaupt historisch, was die da reinschreiben? Oder auf LinkedIn war das, hatte ich eine Anfrage von einer Frau, die parallel 7 Präsidentenposten hatte in großen Firmen. Ich habe die trotzdem mal ganz kurz angenommen, um zu schauen, wer die Freunde waren. Ich habe die dann alle gemeldet und wieder alles zugemacht. Dahinter waren alles nur Betrugsprofile. Also man muss auch wirklich kombinieren und schauen, geht das überhaupt? Jemand, der 7 Aufsichtsratsposten hat und noch 3 Firmen leitet. Natürlich gibt es immer Leute, die das können. Aber die sind nicht auf LinkedIn und die sind auch nicht auf Xing. Die brauchen nämlich nirgendwo mehr zu sein. Die sind die Chefs, höchstens die Angestellten sind noch auf diesen Plattformen. Ja, das stimmt. Also ich beobachte das auch jeden Tag, weil ich bin in meiner Eigenschaft als Gründerin dreier Gruppen und natürlich auch als professioneller Scammer-Hunter auch eigentlich täglich zwischen 12 und 16 Stunden online. Ich bin natürlich nicht nur auf den Gruppen unterwegs, ich bin auch in sehr vielen Dating-Portalen unterwegs und sehe natürlich auch da 99,9% Fakes, die wir, auch einige meiner Mitarbeiter im Führungsstab der Gruppen und auch ganz, ganz viele Mitglieder, die ich habe. Du bist ja immer noch Mitglied bei mir, Ute. Ja, ja, Mitglied und, bin ich, ja. Du bist ja jetzt mittlerweile schon Ehrenmitglied. Und also wir hacken uns da wirklich ein als Mitglieder und melden da also stundenlang Profile und die falsch sind. Und an dieser Stelle, weil wir ja gerade über Fake-Profile sprechen, möchte ich jetzt auch noch einmal ganz stolz in eigener Sache verkünden, dass meine Scammer-Hunter-Gruppe vor knapp 3 Jahren gegründet wurde. Ich habe sie international gemacht, weil es Betroffene weltweit gibt und ein Opfer von den Philippinen oder aus USA oder Ungarn oder egal von welchem Ort auf der Welt sollte nicht alleine da stehen. Ja, wenn sie oder er aufwacht und merkt, dass das alles nur ein Riesenschwindel war. Und ich möchte nur noch mal einmal kurz sagen, deswegen liegt mir das auch so am Herzen mit diesen Profilen und ich finde es auch super, dass wir da so ausführlich drüber sprechen. Wir haben in knapp 3 Jahren über 2 Millionen Fake-Profile gemeldet und gelöscht. So viel? Über 2 Millionen. Und wir sind auf der Scammer Hunter International Gruppe mit gut 600 Mitgliedern Tag und Nacht, dadurch, dass wir international sind und durch die Zeitverschiebung der einzelnen Mitgliederländer, sind wir wirklich 24 Stunden rund um die Uhr aktiv auf der Gruppe. Die Gruppe schläft nie. Wir haben neue Mitglieder, die sich erstmal finden müssen, die gerade sehr, sehr unsanft aufgeweckt wurden. Und die nehmen wir unter unsere Fittiche. Wir haben Ansprechpartner auf der Gruppe, praktisch für jedes Land, ob es spanisch sprechende, portugiesisch sprechende Länder sind. Ich habe Führungskräfte, die Englisch sprechen, die Spanisch sprechen. Jedes Mitglied
ist bei uns herzlich willkommen, wird erstmal aufgenommen und erstmal betreut. Ich habe zwei Moderatoren, die nur für Betroffene da sind, wo sich Betroffene entweder auf der Gruppe oder auch privat mit ihnen austauschen können, ihr Leid erzählen können. Ich selber habe tausende von unglaublich traurigen Geschichten gehört und also wer wirklich nicht mehr weiter weiß, der kann sich, und das weiß ich, dafür kenne ich Gute, jederzeit sich an Gute wenden und kann sich auch gerne an mich wenden, kann gerne Anfragen für die Gruppen stellen. Bei uns, sowohl bei Ute als auch bei mir, ist niemand allein. Und einen ganz wichtigen Punkt möchte ich jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal sagen, Ute, wenn mir das erlaubt ist. Ja. Es ist keine Schande, sich zu verlieben. Und keiner muss sich dafür schämen. Liebe ist schön, wenn sie echt ist. Und der einzige Mensch, der sich abgrundtief dafür schämen muss, dass er Menschen betrügt, ist der Betrüger selber. Danke, Annette. Das würde ich gerne auch als Schlusswort so stehen lassen. Ja. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Und das ist ein sehr gutes Schlusswort. Das wird vielen weiterhelfen. Ich bedanke dir wieder. Ich bedanke mich wieder bei dir für die vielen Informationen, auch für den regen Gedankenaustausch, und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch mit dieser Folge wieder sehr, sehr, sehr vielen Menschen geholfen haben. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir bitten wieder, wenn euch die Sendung gefallen hat, den Daumen bitte nach oben. Aber noch viel wichtiger ist es, teilt die Beiträge, hört zu, was eure Nachbarn sagen, eure Kollegen, eure Freundinnen. Haben die sich irgendwie verändert, sich zurückgezogen? Gib denen den Link und sag einfach nur, schau mal hier rein, hör dir das mal an. Wir danken und es verabschieden sich heute wieder Annette und unsere Ute.